Wir sind zurück in Tanga. Brasilien tauscht bereits zur Pause einmal durch. Paulinho geht und Tyson kommt. Torschütze gegen Spanien zum 2:0. Brasilien hat Anstoß. Die deutsche Mannschaft in weiß-schwarz von rechts nach links. Unverändert vom Bundestrainer. Und in den nächsten 45 Minuten werden wir vielleicht die Entscheidung haben, welche Mannschaft zu den vier Besten dieses Weltpokals zählt. Marokko, England, Frankreich haben es bereits geschafft, haben bereits das Halbfinale erreicht. Marokko spielt gegen England in Marrakesch. Frankreich wartet auf den Sieger dieses Spiels in Agadir, wo die deutsche Mannschaft den Auftakt gespielt hat gegen Nigeria. Brasilien noch nicht in dem Stadion. Auch die Franzosen haben dort noch nicht gespielt. Fernandinho. Brasiliens Weg zum Titel kann einer sein mit großen Namen. Achtelfinale Spanien, jetzt Deutschland, dann Frankreich, Finale vielleicht England. Das steht noch nicht fest. Aber wenn, dann hätten sie den vielleicht schwersten Weg gewählt, den man überhaupt wählen kann. Zweiter geworden in der Gruppe hinter England. Also 5 Spiele am Ende gegen Weltmeister. Das ist auch eine sehr interessante Statistik. Und umso stärker, wenn es Brasilien wirklich schafft, Runde für Runde gegen die ganz Großen zu bestehen. So wird's leicht. Wieder Özil. Diesmal doch wieder Handspiel Sami Khedira. Und die Position ist nicht schlecht für Neymar. Deutschland wechselt. Reus kommt. Draxler geht. Ein bisschen überraschend, dass Löw Reus erneut auf der Bank gelassen hat. Aber wahrscheinlich war es einfach das Ziel nach den vielen Wechseln in der Gruppenphase, nach den teilweise auch erzwungenen Wechseln, wie etwa Boateng raus, vorne in der Offensive musste etwas getauscht werden, das System musste verändert werden, wieder zurückgetauscht werden zu Viererkette. Wahrscheinlich war es einfach die Idee, jetzt nicht noch einen Spieler neu reinzubringen. Reus noch nicht in der Startelf gewesen. Dafür umso stärker vielleicht von der Bank, steht er jetzt für meine Begriffe eigentlich zu nah am Freistoß. Ich bezweifle, dass Neuer das so haben will. Aber haben jetzt auch die Kollegen gelöst. Freistoß Neymar. Neymar! Obwohl er nicht platziert war, gefährlich für Neuer, wäre aber, glaube ich, vorbeigegangen. Trotzdem wichtig, dass Neuer da ist. Selbstvertrauen bekommt mit der Parade, mit dem Gefühl, dran gewesen zu sein. Eckstoß für Neymar. Der ist harmlos. Kroos und Hector erstmal rausgeschlagen. Coutinho. Werner. Und da ist jetzt mal Platz. Özil. Bekam den Ball nicht richtig mit. Mesut Özil. Das erste Mal, dass Brasilien ein bisschen Raum lässt. Ein bisschen aufmacht für die deutsche Mannschaft. Aber aufgepasst auf Neymar. Flanken kann er exzellent schlagen. Kimmich. Ist wichtig, dass er diese Zweikämpfe gewinnt. So ungefährlich Neymar vom Tor ist und so ja, enttäuschend seine Leistung im Zentrum ist, so überragend sind seine Hereingaben teilweise von links. Auch die Pässe, die Vorbereitung von Neymar, das ist das, was er bei diesem Weltpokal exzellent gemacht hat. So auch zuletzt gegen die Spanier. Fritz ersetzt Casemiro.
Und Neymar wird den Ball einwerfen. Marcelo. Groß gegen Neymar. Und wieder Neymar über die linke Seite. Kurz für Fritz. Coutinho. Firmino! Harmlos, das ist kein Problem. Für Neuer, Ausgangspunkt, der verlorene Ball von Kroos an Neymar. Das ist das, was nicht passieren darf und das, was die deutsche Mannschaft leider nicht abstellen kann. Es wirkt schwer und es wirkt alles sehr langsam, bis man dann mal über die Mittellinie kommt, bis man zumindest mal in den Angriff hineinkommt. Müller. Kedira. Groß. Reus. So, jetzt ist man da, wo man sein muss. Reus. Und sofort gibt es ein bisschen Platz. Werner. Werner mit Pech. Manchmal fehlt ein Schritt. Manchmal kommen die Pässe nicht ideal. Abseits-Tor zudem gegen Dänemark. Timo Werner, genauso wie viele andere Deutsche bei diesem Weltpokal, auch mit ein bisschen Pech. Aber das kann nicht der Grund sein, warum man sich dann doch so schwer tut gegen Brasilien. Okay, aber wir haben es gesehen gegen Dänemark, gegen Australien, gegen Nigeria, was für Probleme da sind. Dass das dann gegen Brasilien nicht leichter wird, ist klar. Kroos. Angriff geschenkt bekommen. Werner. Reus. Reus. Immerhin. Eckstoß Deutschland. Und hier hat es geklappt in Tanger. Hier hat es geklappt mit einem Eckstoß von Kroos auf den Kopf von Khedira. Das ist für mich Handspiel vom Torschützen von Miranda. Da hat Brasilien mächtig Glück, dass der Unparteiische überhaupt keine Reaktion gezeigt hat. Und das auch nicht nochmal geprüft wurde. Eckstoß. Toni Kroos. Alisson. Neymar. Nicht zu stoppen. Nicht von Kimmich. Und dann doch im letzten Moment vor der Flanke noch da gewesen. Joshua Kimmich. Zu zweit stoppt die deutsche Mannschaft. Tyson, super Tor geschossen gegen Spanien. Nach Flanke von Neymar, Entscheidung erzielt. In der Schlussphase waren die Brasilianer da richtig stark. Das, was sie in den anderen Spielen nicht zeigen konnten, gegen Schweden, wurde es hinten raus doch nochmal ziemlich spannend. Aber schafft es die deutsche Mannschaft, doch nochmal nach vorne zu kommen. Müller finden, Werner finden, irgendeine Chance zu kreieren. Davon gab es unterm Strich dann viel zu wenig. Reus, so wie eben, einfach mal abgezogen. Das müssen sie versuchen öfter zu schaffen. Eine Viertelstunde bleibt. Das ist genügend Zeit, um ein Tor zu erzielen. Um zumindest mal das auszuverhindern. Reus. Die Flanken kommen einfach zu unpräzise für Werner und Thomas Müller. Boateng. Özil.
Özil hat plötzlich Platz und verpasst das Abspiel auf Toni Kroos, nachdem Brasilien ihn überraschend laufen ließ und keine wirklichen Bewegungen zeigte, Özil stoppen zu wollen. Chance vertändelt, Mesut Özil, 12 Minuten bleiben in Tanger Willian, inzwischen eingewechselt bei Destelisau, Tyson und Neymar. Gute Flanke und gut verteidigt Jerome Boateng, der so unzufrieden war nach dem Dänemark-Spiel und sich geärgert hat, dass er diese Gelbsperre bekommen hat. Defensivwechsel, Kimmich geht und Niklas Süle kommt bei der deutschen Mannschaft. Schauen wir uns nachher an, nach dem Standard für Brasilien, was das bedeutet im System, wie Süle jetzt spielen wird, kann ich mir ehrlich gesagt nur so vorstellen, dass Süle nach vorne soll, um lange Bälle festzumachen, abzulegen, bei Standards nach vorne zu kommen. Eckstoß, Neymar. Marcelo. Firmino nicht im Abseits. Und Hummels ist da und löst das kompromisslos gegen Roberto Firmino. Miranda. Leon Goretzka ist der letzte Wechsel vielleicht in diesem Turnier für die deutsche Mannschaft und in jedem Fall in diesem Spiel heute. Letzte Hoffnung für Sami Khedira. Leon Goretzka jetzt von den Bayern, letzten Jahren Schalke gespielt, früher Bochum und jetzt auf dem Platz für die letzten 5 Minuten in Tanger, um das Aus gegen Brasilien zu verhindern. Der Weltpokal war für die deutsche Mannschaft schwierig, das hat sich durchgezogen. Heftige Grätsche gerade gegen Jonas Hector. Und es scheint jetzt, als sei Brasilien der fünffache Weltmeister, dann doch ein bisschen zu groß, um es mit dieser Form, die nicht wirklich gestimmt hat, zu schaffen. Und das ist tatsächlich nochmal der Kopfball. Marco Reus wird tatsächlich nochmal gefunden mit der Flanke. 2 Minuten bleiben noch. Also ein Angriff ist noch drin. Ein guter Pass vielleicht für Müller, für Boateng, der jetzt vorne steht. System völlig egal. Neymar, Süle, heftig da. Und es gibt Freistoß. Willian, 3 Minuten angezeigt. 3 Minuten bleiben noch. Neuer, und jetzt muss der Ball nach vorne. Sie haben es mal geschafft, im Finale des letzten Weltpokals gegen England in der Nachspielzeit den Ausgleich zu erzielen. Aber so wird es natürlich schwer. Sie müssen irgendwie nach vorne kommen. Willian nicht im Abseits. Abstoß Neuer. Und er will den Ball sofort haben. Am besten einfach nur hinlegen, nach vorne spielen. Es wird aber dann doch die lange Variante werden. Aber reicht die Zeit? Reicht das noch aus? Hat der Referee die Geduld, noch einen Angriff zuzulassen?
Goretzka. Werner. Abgefälscht. Boateng. Es gibt Freistoß. Es gibt Freistoß für die deutsche Mannschaft. Handspiel. Danilo, ich kann nicht ganz verstehen, warum Boateng zurückgepfiffen wird. Aber es gibt einen letzten Freistoß für die deutsche Mannschaft. Kroos steht bereit. Und wird es irgendwie nochmal probieren. Der Unparteiische hat schon klar gemacht, nach dem Freistoß wird er abpfeifen. Das heißt, es gibt zwei Varianten. Reinspielen, hoffen, dass einer rankommt, oder es direkt probieren und hoffen, dass der Ball an Alisson vorbeigeht. Kroos! So nicht, Boateng. Hector, Boateng. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Die deutsche Mannschaft ist ausgeschieden und Brasilien steht im Halbfinale des Weltpokals, spielt in Agadir gegen Frankreich um den Finaleinzug. Thiago Silva, der war dabei 2014 beim letzten Pflichtspiel, beim letzten großen Turnierspiel, als es das Debakel gab für Brasilien. Es war am Ende nicht das erhoffte große Fußballspektakel. Dafür haben beide Mannschaften es nicht geschafft, die Offensive zu finden. Aber er stand einmal richtig. Miranda, Brasiliens Innenverteidiger, schießt die Seleção ins Halbfinale. Und da geht es dann gegen den nächsten Weltmeister zum vierten Mal gegen einen Weltmeister, gegen Frankreich, während die deutsche Mannschaft den Titel nicht verteidigen kann, es aber nach einem schwierigen Turnier auch ja, heute nicht wirklich verdient hat, dann weiterzukommen. Die Brasilianer spielen auch keinen guten Fußball, aber es reicht aus, um weiterzukommen. Und es wird jetzt spannend sein, wie das brasilianische System gegen Frankreich besteht. Die Franzosen, vielleicht haben sie es vorhin gesehen, ohne Gegentor. 11 Tore erzielt, noch kein Tor kassiert. Und das wird jetzt spannend sein, ob Brasilien es auch nicht schafft oder ob für die Franzosen Brasilien vielleicht dann doch die erste große Aufgabe wird bei diesem Turnier. Das war's für die deutsche Mannschaft, für uns heute hier in Marokko. Es gibt noch 4 Spiele und wir sind in Marrakesch in 3 Tagen zu Gast. Freuen uns auf das erste Halbfinale. Marokko trifft auf England und einen Tag später in Agadir, Frankreich, Brasilien. Das war's für heute aus Tanger. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Marokko.